Da sind wir wieder bei Final Fantasy 15 in der Pocket Edition. Und ja, wir sind hier immer noch auf dem Weg nach oben. Irgendwas Böses passiert ja auch gleich wieder. Oder? Ah ja, und in HD. Oh, hi. Ja, komm. Ach, so einer ist das. Wieso hat er mich getroffen? Halte durch, bis der Lift kommt. Was ist das für ein Viech? Gar nicht gut. Und wieder blocken. Das ist ein Foras. Wieso trifft er mich? Ich bin doch sowas von ausgewichen. Tschüss, ich bin weg. Ich muss noch Unterwäsche kaufen. Reicht immer nicht für ein Level-Up. Mann. Ärgerlich. Aber was ist jetzt mit Aden? Was ist mit Prompto, Gladio, Ignis? Was ist mit den ganzen? Wo sind sie? Das Imperium hat seine gesamte Kraft in die Forschung mit Siechern gesteckt. Natürlich erst, nachdem ich sie dazu gebracht habe. Genau hier, an diesem Ort, haben wir sie gezüchtet. Gezüchtet? So. Okay, Gott, hier kann ich wieder durch. Eigentlich wäre ich ja eher weniger an Kampf abgeneigt, aber okay, gut. Das ist, der Typ ist so doof. Was? Mit Seriennummern versehen und herangezüchtet, bis sie stark genug waren, für das Imperium zu kämpfen. So ein Jammer, die unschuldigen Seelen vernichtet, ausgelöscht durch die Hand eines grausamen Königs. Na, fällt es dir jetzt immer noch so leicht, sie umzubringen? Übrigens, das Sympathischste an deinem quirligen Freund Prompto ist, dass er eigentlich aus Niflheim kommt. Wer hätte das gedacht? Ein Kuckuckskind in Insomnia. Überraschung! Was ein Idiot. Logbuch 16.5. Die infizierten Patienten verschwinden nicht. Sie verwandeln sich zu Siechern. Obwohl sie ebenfalls menschlichen Ursprungs sind, verhalten sie sich anders als die Siecher, die für die Herstellung von MI gezüchtet werden und lassen sich nicht kontrollieren.
Nordgallia, Quarantänebericht. Der Ausbruch der Seuche in den 5 umliegenden Sektoren ist außer Kontrolle geraten. Erschwert wird die Eindämmung durch das plötzliche Erscheinen von Siechern. Ein Zusammenhang ist mittlerweile nicht mehr zu leugnen. Die Quarantäne wird daher auf sämtliche Sektoren ausgeweitet, in der Siecher gesichtet werden. Schadensbericht Magitech Laboratorien. Seit dem Seuchenausbruch im Nordwesten haben Siecher in der großen Zahl die Laboratorien verwüstet. Kostbare Maschinen und Geräte wurden dabei beschädigt, wodurch wir die Kontrolle über umprogrammierte MI verloren haben, die nun in den Hallen Amok laufen. In der Zwischenzeit sind 125 Patienten, die zur Beobachtung im Labor waren, spurlos verschwunden. Wie komme ich da ran? Ach, da. Logbuch 28.6. Über die Hälfte der Menschen in der Zignautus-Festung sind nun sicher. Wir haben keine Kontrolle über die MI und somit keine Chance, uns zu verteidigen. Die Stadt unter uns wird nun von Siechern bevölkert. Die ehemaligen Bewohner Graleas, es gibt kein Entkommen für uns. Ich kann nur unten lang, okay. Zur Anwendung mutativer Plasmodien im militärischen Sektor nach Auswertung unzähliger Experimente an Testobjekten steht fest, dass die Auslöser für die Mutation in Siecher-Parasiten Plasmodien sind. Wir sind zuversichtlich, dass die Ergebnisse uns neue Wege zur Entwicklung biologischer Waffen eröffnen haben. Dr. Verstel Besitias Forschungsbudget für das nächste Quartal sieht die Ausarbeitung von Methoden zur serienmäßigen Produktion unsterblicher Soldaten sowie der Erfindung neuer Mittel zur Kontrolle von Siechern vor. Zur Fotosensibilität der Magitech-Infanteristen, der Lichtempfindlichkeit des neuesten Biowaffen auf Plasmodium-Basis, stellt ein erhebliches Problem im Feldeinsatz dar. Obwohl keine irreversible Schaden an den Soldaten entsteht, zerfallen die Zellen durch intensive Lichteinwirkung zu gutartigen Molekülen und führen unmittelbar zur Immobilität. Simple lichtabweisende Rüstungen sollten eine gleichbleibende Kapazität und Funktionalität im Kampf gewährleisten. Zur Effektivität der in Lucis alten Gesetzen Störsender unserer Experimente haben gezeigt, dass die Störsender sämtlich auf den lucischen König zurückgehende Kräfte unterbinden können. Aus dem Kampf gegen Shiva wissen wir überdies, dass die Sender auch die göttliche 6 erhebliche schwächen können. Zum Schutze der nationalen Sicherheit, in Anbetracht der offenkundigen Vorteile plasmodischer Biowaffen und den Erfolg der Massenproduktion derselben, treten umgehend die folgenden Änderungen in der Verteidigungsstrategie in Kraft. Menschliche Soldaten werden durch Magitech-Infanterie ersetzt. Verletzte Extremitäten der Führungskräfte sollten dringend durch mittels plasmoider Technik geklonte Körperteile ausgetauscht werden. Jetzt fangen sie auch noch mit Klonen an. Star Wars lässt sie ja immer wieder erneut grüßen, oder was? Zur Effektivität der in Lucis eingesetzten Störsender, die zur Ausschaltung der insomnischen Walz entwickelten Störsender, werden gegenwärtig auch im Kampfeinsatz getestet. Bei Gefechten mit Kriegern der Königsklave war es uns auf diese Weise möglich, Warps und Magie zu unterbinden. Es ist daher unwahrscheinlich, dass diese besonderen Kräfte der Gleven aus derselben Quelle gespeist werden wie auch der Wall. Ah, okay, gut. Also, das heißt also, Adin hat es geschafft, wirklich meine Kräfte zu unterbinden, weitestgehend. Aber er hat halt nicht mit den sogenannten Königswaffen gerechnet. Oder beziehungsweise mit der Waffe, die ich jetzt hier habe. Deswegen geht ihnen das gerade so ein bisschen gegen den Strich, glaube ich. Steh auf, Männchen, ne? Ah, jetzt hast du verstanden, wie es funktioniert. Okay. So, der dreht sich jetzt gleich. Passt auf. Na komm.
Dreht er sich oder nicht? Er dreht sich dahin. Was? Warum? Ah, ernsthaft? Okay. Der hat mich volles Brett erwischt. Dann heile ich mich mal ganz kurz. Ach, so viel haben sie mich gar nicht erwischt. Krass. Also ich hätte jetzt echt mit mehr gerechnet, aber die haben mich anscheinend... So. Okay. Komisch. Warum war denn der jetzt noch über? Kann mir das mal einer erklären? Ich habe gerade Angst, da weiterzugehen. Und der... Nein, der greift mich nicht an. Dann greift mich der an. Auch nicht. Ich habe extra schon die Y-Taste durchgehend gedrückt. Da ist nix. Und da ist nix. Dann haben wir jetzt hier... Wo bin ich denn hier gelandet? Dieses Gerät kommt mir auch sehr verdächtig vor. Was das wohl sein mag? Na, wahrscheinlich ein Sicher-Erzeuger. Wo muss ich denn hin? Ich muss außenrum. Ich hab das Gefühl, da muss ich rein. Aber wie? Uah, geht aufwärts mit mir! Eine Art Aufzug, wie? Okay. Egal, es gibt Punkte. Es gibt Punkte und das ist wichtig. Ah, 45 reicht nicht ganz. Naja, dann wollen wir mal weiter. Würde ich halt gucken können, ob die anderen freigeschalten sind. Interessantes Kapitel, muss ich sagen. So, jetzt... Eindringling geortet. Verteidigungsmodus aktiviert. Die sind also in den Kisten. Das werden ja immer mehr. Na, erschrocken. So ein bisschen, aber man gewöhnt sich dran. Ach, ich kann mich ja gar nicht teleportieren. Ah, das ist doch doof. So. Okay. Solange ich nicht explodiert, ist alles in Ordnung. Oh, komm, jetzt ernsthaft. Wie groß ist denn mein Kampfbereich? Na komm. Und den auch noch. Kampf ändern. Oh, guter Junge, braver König. Boah, geht der mir auf den Nerv, der Adin. Sogar schneller. Aber wie viel werden das jetzt gerade hier?
Und tschüss. Das gibt's nicht. Da kommt immer mehr. Was von unten auch? Ja, genau. So. Ah, schön. Irgendwas habe ich scheinbar gesammelt. Wo sind denn deine Freunde? Haben sie dich etwa im Stich gelassen? Selbst Gladio muss einmal sterben. Ignis liegt sicher schon in seinem eigenen Blut. Boah. Du musst dich sehr einsam fühlen, du so ganz allein ohne Freunde. Okay, gut. Ich hoffe, in der nächsten Folge können wir Arden endlich den Arsch versohlen. Ich sag's jetzt mal so ganz krass. Und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.